Hallo alle zusammen. Wir behandeln gerade Johannes Evangelium Kapitel 10. In Johannes 10 sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Und so heißt es in der Bibel: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Was Jesus hier sagt ist: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Diese vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, werden als die vier Evangelien bezeichnet. Die vier Evangelien sind die Bücher, die das wunderschöne Evangelium erzählen. Es waren die Jünger Jesu, die die Bücher geschrieben haben, und Jünger Matthäus, der Jünger Markus, und Jünger Lukas und der Jünger Johannes. Daraus wurden die vier Evangelien. Diese vier Evangelien schreiben über Jesus, aber sie schrieben mit die verschiedenen Aspekte von Jesus. Hier in Johannes Evangelium 10 wird Jesus als der gute Hirte gezeigt. Auch inmitten der Schafe. Es gibt die Schafe von Jesus und andere Schafe. Welche Art von Schafen sind die Schafe Jesu? Mein Schaf hört auf meine Stimme und kennt seine Stimme. Darum folgen sie mir nach. Und es heißt: Und einen Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Wenn wir also zu den Schafen Jesu werden, das bedeutet, dass wir auf die Stimme Jesu hören, ihr folgen und ihr glauben. Deshalb ist es wichtig, was Jesus sagt, anders als das, was andere sagen. Aber man kann nicht hören, was die anderen Leute sagen. Aber wenn wir die Schafe Jesu werden, hören wir die Stimme Jesu. So ist es auch bei den vielen Figuren im Buch Johannes. Die Menschen können in zwei Arten unterteilt werden. Wie werden sie in zwei Arten unterteilt? Es gibt diejenigen, die hören und den Worten Jesu folgen. Und es gibt diejenigen, die hören, aber den Worten Jesu nicht folgen. Es gibt diese beiden Arten. Diejenigen, die den Worten Jesu folgen, sind die Schafe Jesu. Ob es ihnen nun passt oder nicht, sie folgen den Worten Jesu. Aber die Menschen, die nicht die Schafe Jesu sind, auch wenn sie die Worte Jesu hören, urteilen sie: Passt das zu meinen Gedanken oder nicht? Wenn es nicht passt, lehnen sie es ab und folgen ihm nicht. Das ist der Unterschied zwischen den wahren Schafen Jesu und denen, die es nicht sind. Auch heute noch gibt es viele Menschen, die in die Kirche gehen. Auch
wenn sie in die Kirche gehen, können sie nicht alle als Schafe Jesu bezeichnet werden. Es gab ein Land, in dem ich war. Dort gab es einen Unipräsidenten. Er rief mich an. Pastor, ich habe gehört, dass Sie mein Land besuchen. Oh ja, das tue ich. Pastor, ich bin etwa 10 Autostunden von Ihnen entfernt. Und so könnte ich in 10 Stunden dort ankommen, wo Sie sind, Pastor. Wenn Sie es mir erlauben, werde ich mit meinem Auto dorthin fahren und Sie treffen. Ich sagte sicher, in 10 Stunden werde ich Zeit haben, mit Ihnen zu sprechen. Diese Person kam 10 Stunden später an. Es war schon Abend. Wir fingen an, miteinander zu reden. Worüber haben wir gesprochen? Wir sprachen über den Glauben, an Jesus zu glauben. Ich öffnete die Bibel für ihn. Ich sagte ihm, er solle Römer Kapitel 3, Vers 23 lesen. Er las es laut und deutlich vor. Dann fragte ich ihn, was steht da noch? Er sagte, ja, da steht, dass wir alle Sünder sind. Dann bat ich ihn, Vers 24 zu lesen. Er las Vers 24 vor. Ich fragte ihn, was bedeutet das? Er antwortete, wenn du viel betest, werden dir deine Sünden vergeben. Wo steht das hier? Das stand dann nicht. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Dann wird uns gesagt, wie wir geheiligt, gerechtfertigt und reingemacht wurden. Was für eine Vorstellung und Denkweise haben die meisten Menschen? Sie glauben, wenn man viel betet, werden einem die Sünden vergeben. Sie sagen, wenn man dem Wort gehorcht, werden einem die Sünden vergeben. Sie glauben, wenn du dich abmühst und dich anstrengst, werden dir deine Sünden vergeben. Er ist nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, er ist ein Unipräsident, er ist ein großartiger Mensch. Aber das war die Art von Gedanken, die er hatte. Also erklärte ich es ihm. Römer Kapitel 3, Vers 23. Dort steht, dass alle gesündigt haben. Wir sind alle Sünder. Aber damit wir rechtschaffen werden, müssen wir beten? Es ist nicht so, dass man beten und Buße tun und Zeugnis ablegen und sich anstrengen muss. Wir waren schmutzige Sünder und ganz gleich. Was wir taten, wir konnten unsere Sünde nicht abwaschen. Deshalb waren wir Menschen, die im tiefen Ozean ertranken. Ob man nun überlebt oder nicht. Ich kann nicht schwimmen. Es gibt kein Boot. Es gibt keinen Rettungsring. Ich werde sterben. Aus eigener Kraft würde ich also nicht überleben können. Jemand muss mit einem Boot kommen und mich retten. Oder jemand wirft mir einen Rettungsring zu und zieht mich heraus. Oder jemand wirft mir einen Seil zu und ich kann mich daran festhalten und werde herausgezogen. Wenn mir nicht jemand hilft, werde ich sterben. Deshalb müssen wir die Worte von Jesus annehmen. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Durch unsere Bemühungen und Werke können wir uns nicht von der Sünde befreien. So steht es in Vers 23. Aber was heißt es in Vers 24? Da steht, dass wir gerechtfertigt werden. Er gibt uns eine interessante Antwort. Gerechtfertigt werden. Wie wurden wir gerechtfertigt? Ihr wisst, dass ich im Wasser fast ertrunken wäre, aber jetzt bin ich herausgekommen.
Wie bist du da rausgekommen? Ich bin rausgekommen, weil ich ein guter Schwimmer bin. Okay, dann ist das ja nicht schwer. Oh, ich bin rausgekommen, weil ein Boot vorbeigekommen ist und mich rausgezogen hat. Oh klar, das kann passieren. Aber das Wichtigste ist, ich bin ein Sünder. Aber ein Sünder kann nichts tun, um seine Sünden abzuwaschen. Ein Sünder kann nur verflucht werden. Ich kann nicht schwimmen. Mit meinem Schwimmen, mit meinen Fähigkeiten, kann ich dem Ozean nicht entkommen. Damit ich ihm entkommen kann, muss es jemanden geben, der kommt und mir hilft. Und das ist Jesus. Dass ich etwas tue, um gerettet zu werden, das ist keine Rettung, das ist Anstrengung. Ich bin ein Mensch, der ohne Hilfe von jemandem nur sterben kann. Wenn dann jemand kommt und dich rettet, wirst du gerettet. Wenn du dich also selbst bemühst, ist es keine Erlösung. Ich bin durch Schwimmen rausgekommen. Ich bin durch meine Bemühungen rausgekommen. Das ist es nicht. Deshalb sagt uns die Bibel hier: Wir müssen die Stimme des Herrn hören. Wir müssen die Gnade des Herrn empfangen. Zum Beispiel Corona. Wenn die Grenzen geschlossen sind und man nicht einreisen kann, selbst wenn man versucht, in das Land einzureisen, werden sie einen nicht hineinlassen. Sie müssen zurückgehen. Wenn man wirklich einreisen will, müssen die Grenzen offen sein. Der Weg durch den Eintritt zu Jesus. In Römer Kapitel 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Deshalb könnten wir Menschen aus eigener Kraft niemals in die Herrlichkeit Gottes eintreten. Wir könnten niemals aus eigener Kraft in die Gnade Gottes gelangen. Das Problem ist, dass wir das Wort, das Christus uns gibt, annehmen müssen. Ob nun ein Boot kommt, um sie abzuholen, oder ob uns ein Schwimmring zugeworfen wird, oder ein Seil. Dadurch kann man gerettet werden. So wird man nicht durch die eigene Anstrengung gerettet. Du weißt, dass du in das Boot steigen kannst. Du kannst den Schlauch benutzen. Wenn du das Seil um deinen Körper wickelst, können sie dich mit dem Seil herausziehen und dich retten. Genauso werden wir von der Sünde gerettet. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun oder uns anstrengen müssen, um unsere Sünden abzuwaschen. Wenn die Sünde durch unsere Arbeit und unsere Bemühungen abgewaschen werden könnten, gäbe es keinen Grund, für Jesus ans Kreuz genagelt zu werden. Aber du bist wirklich ein Mensch, der sich nicht befreien kann. Du kannst nicht schwimmen. Du schreist auf, da ist ein Flugzeug. Und aus den Lautsprechern hörst du: Unser Flugzeug hat dir ein Seil zugeworfen. Nimm einfach das Seil, dann wirst du leben. Wir haben dir einen Ring zugeworfen. Halte dich daran fest. Wir haben dir ein Boot geschickt. Steig in das Boot. So wird der Mensch gerettet. Es liegt nicht an uns. Es ist zu 100% die Handlung desjenigen, der kommt, um dich zu retten. Es geht darum, diese Rettung anzunehmen. Wenn sie also die Rettung annehmen, wie nehmen sie sie an? Indem man die Worte von Jesus annimmt. Wie heißt es in der Bibel? Meine Schafe, hört auf meine Stimme.
Meine Schafe hören auf meine Stimme, sagt er. Die Schafe, die nicht zu mir gehören, hören meine Stimme nicht. Darum hören wir die Stimme des Herrn. In Römer 3,23: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wie heißt es in Vers 24? So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sie sind gerettet. Ich bin mitten auf dem Ozean. Ja, das stimmt. Sie sind mitten auf dem Ozean. Aber jemand schickt ein Boot. Und jetzt sind sie auf dem Boot. Sie sind mitten auf dem Ozean. Aber sie ertrinken nicht im Wasser, sondern sie sind auf dem Boot. Sie sind gerettet. Ja, das ist richtig. Sie sind ein Sünder. Aber sie wurden von der Sünde befreit. Sie wurden gerade in ein Boot gesetzt. Sie sind in Jesus hineingezogen worden. Sie sind kein Sünder mehr. Ihre Sünden sind am Kreuz weggewaschen worden. Sie wurden gerecht. Sie müssen das in ihrem Herz aufnehmen. Deshalb heißt es an so vielen Stellen in der Bibel, dass unsere Sünden durch sein Blut reingewaschen wurden. Das steht an so vielen Stellen in der Bibel. Aber so viele Menschen, weil sie nicht die Schafe von Jesus sind, nehmen diese Stimme nicht an. In Römer 3, Vers 24 heißt es, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In Vers 24 heißt es, dass wir durch seine Erlösung gerechtfertigt sind. Ja, wir sind gerechtfertigt. Oh, Gott sagt, ich bin gerechtfertigt. Gott sagt, dass ich gerechtfertigt bin. Das bedeutet, ich bin gerechtfertigt. Ich bin rechtschaffen. Ganz einfach. Also eine Person, die gerecht ist, er muss nicht versuchen, rechtschaffen zu werden. Ein Mensch, der die Vergebung der Sünden empfangen hat, versucht nicht, die Vergebung der Sünden zu erlangen. Aber Menschen, die versuchen, die Vergebung der Sünden zu erhalten, sie haben die Vergebung der Sünden nicht empfangen. Es ist nicht so, dass wir uns anstrengen müssen, um die Vergebung der Sünden zu empfangen, außer durch das Kreuz von Jesus Christus gibt es keine Möglichkeit, uns von der Sünde zu befreien. So viele Menschen heute, weil sie nicht die Schafe von Jesus sind, obwohl Jesus sagt, dass er gekreuzigt wurde und unsere Sünden vergeben hat. Auch wenn er sagt, dass er unsere Sünden weißer als Schnee abgewaschen hat. Denn sie sind nicht die Schafe von Jesus. Sie nennen sich weiterhin Sünder. Sie sagen, ich habe zu viele Sünden. Aber wenn sie ein Schaf Jesu werden, werden sie dem Wort Jesu mehr als ihren eigenen Gedanken glauben. Und sie nehmen die Worte Jesu an, egal wie sehr sie in ihren Augen ein dreckiger Sünder sind. Wenn Jesus sagt, du bist gerechtfertigt, dann sind sie gerechtfertigt. Wenn Jesus sagt, du bist geheiligt, dann sind sie geheiligt. Deshalb steht in Römer 3, Vers 24, dass wir gerechtfertigt worden sind. Und warum? Weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Weil der Preis für unsere Sünden bezahlt worden ist. Wir sind gerecht gemacht worden. Jesus sieht uns, die wir schmutzig sind. Und er sagt, wir sind gerechtfertigt. Oh nein, ich bin ein Sünder. Ich habe Lügen erzählt. Ich habe Diebstahl begangen. Das stimmt, ich bin ein Sünder. Das ist das Herz, das wir haben. Und doch, auch wenn ich ein Sünder bin, wenn Jesus sagt, dass ich rechtschaffen bin, dann bin ich rechtschaffen. Wenn Jesus sagt, ich bin heilig, dann bin ich heilig. Wenn Jesus sagt, ich bin gereinigt, dann bin ich gereinigt. Mein Schaf hört auf meine Stimme. Wenn wir zu den Schafen Jesu werden, egal was ein dreckiger Sünder ich in meinen Augen bin,
Wenn Jesus sagt, du bist gerecht, dann bin ich gerecht. Wie sind Sie rechtschaffen? Jesus sagt, dass ich gerecht bin. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Aber die Menschen, die nicht zu den Schafen Jesu gehören, nehmen die Worte von Jesus nicht an. Sie gehen ihren eigenen Gedanken nach. Egal, was irgendjemand sagt, ich bin ein Sünder. Ich habe so viele Sünden begangen. Solche Menschen glauben mehr an ihre eigenen Gedanken als an Jesus. Es spielt keine Rolle, was für ein großer Sünder sie sind. Wenn sie ein Schaf von Jesus werden, wenn Jesus sagt, du bist gerecht, dann sind sie gerecht. Wenn Jesus sagt, du bist geheiligt, dann stimmt das, dann bist du geheiligt. In der Bibel gibt es viele Worte, die sagen, dass wir Sünder sind. Es gibt viele Worte, die sagen, wir sind gerecht, wir sind geheiligt. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Manche hören auf die Worte, ich bin ein Sünder. Genau wie in Römer 3, Vers 23 steht. Dort steht, dass alle gesündigt haben. Und dann Vers 24. In Römer Kapitel 3, Vers 24 sind es wir, die gesündigt haben. Aber in Römer Kapitel 3, Vers 24, wir haben gesündigt. Aber hier steht, was Jesus getan hat. Auch wenn wir gesündigt haben, sagt Jesus, dass wir gerechtfertigt sind. Gott sagt, dass sie geheiligt sind. Und deshalb akzeptieren wir dieses Wort Gottes. Und Gott sagt, dass wir gerechtfertigt sind. Er sagt das nicht ohne Grund. Aber das ist, weil Jesus die ganze Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch die Gnade Gottes aus freiem Stück sind wir gerechtfertigt worden. Deshalb sagt Gott, dass wir gerechtfertigt sind. Wissen Sie, auch wenn ich sonst nichts weiß, wenn Gott sagt, dass man gerechtfertigt ist, dann ist man gerechtfertigt. Wenn Gott sagt, du bist geheiligt, dann sind sie geheiligt. Deshalb heißt es in der Bibel, alle haben gesündigt. Aber es ist nicht so, dass wir etwas getan haben. Aber Jesus hat gearbeitet. Was hat er getan? Er wurde am Kreuz gekreuzigt, hat sein Blut vergossen und starb. Wir sind nicht gerecht, weil wir etwas getan haben. Das Ergebnis dessen, was wir getan haben, macht uns zu Sündern. Unsere Bemühungen können uns niemals reinmachen. Aber das Werk, das Jesus für uns getan hat, wir, die schmutzige Sünder sind, seine Werke haben uns gerecht gemacht, haben uns geheiligt. Ganz gleich, wie es in ihren Augen aussieht, als Jesus ans Kreuz gekreuzigt wurde, nahm er den Platz unserer Sünden ein. Und durch das Blut von Jesus hat er uns geheiligt und uns rechtschaffen gemacht. Er hat uns gereinigt. Aber wenn Sie nur auf die Tatsache schauen, dass Sie gesündigt haben, sieht es so aus, als wären Sie ein Sünder. Aber wenn Sie auf das Kreuz von Jesus schauen, oh, dieses Kreuz! Dort wurden alle meine Sünden vollendet. Das Urteil über meine Sünden wurde empfangen. Wenn Sie also auf sich selbst schauen, sehen Sie wie ein Sünder aus. Aber wenn Sie auf das Kreuz schauen, du bist kein Sünder. Du siehst, dass du ein heiliger Mensch bist. Und es gibt immer noch Menschen, die das nicht erkennen können. Und auch wenn sie 10, 20 Jahre in die Kirche gehen, sind sie nicht von der Sünde gereinigt worden. Es gibt immer noch so viele Menschen, die in Sünde leiden.
Jetzt müssen wir unsere Gedanken abschalten. Denn wir haben gesündigt, das ist richtig, wir sind Sünder. Aber weil Jesus für unsere Sünden gekreuzigt wurde, sagt uns die Bibel, dass wir gerechtfertigt sind. Egal, wie sehr ich meine Gedanken schaue, ich sehe nicht gerecht aus. Ich habe solche Sünden begangen. Was meinst du? Ich bin nicht gerecht. Ich bin nicht gereinigt. Ich bin ein Sünder. Wir haben solche Gedanken. Aber wenn wir auf das Kreuz von Jesus schauen, ist es erstaunlich, dass dort meine Sünden vollendet wurden. Das Urteil für meine Sünden wurde vollstreckt. Jetzt gibt es für mich keinen Grund mehr, das Urteil zu empfangen. Jetzt bin ich gereinigt. Jetzt bin ich heilig. Aber warum? Ich weiß es nicht genau, weil Jesus mich gerecht genannt hat. Jesus sagt, ich bin heilig. Jesus sagt, er hat mich gerettet. Ich habe diese Worte geglaubt. In meinen Augen sehe ich wie ein Sünder aus. Aber ich bin kein Sünder. Hier in Römer Kapitel 3, Vers 24, da steht, dass wir gerechtfertigt worden sind. Und warum? Weil ich nicht gesündigt habe? Nein. Weil ich Gutes getan habe? Nein. Weil ich mich bemüht habe? Nein. Wodurch? Durch das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus, das reicht für den Preis unserer Sünden aus. Dadurch, dass Jesus gekreuzigt wurde, sind uns alle Sünden vergeben worden. Es gibt keine Sünden mehr, die weggewaschen werden müssen. Unsere Sünden sind vollständig gereinigt worden. Wie erstaunlich ist das? An dem Tag, an dem ich das erkannte, wurde mir das klar. Mein Herz konnte frei von Sünde werden. Ah, ich bin rechtschaffen. Ah, ich bin heilig. Jetzt sind meine Sünden weg. Manche Leute sagen mir, hey, du hast gesündigt. Warum denkst du, du bist kein Sünder, du bist ein Sünder? Ich habe diese Worte nicht akzeptiert. Ich habe die Worte Jesu akzeptiert. Ich akzeptierte die Worte der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott mich gerecht gemacht hat. Er sagt, ich sei gerechtfertigt worden. Wir wären die Schafe von Jesus. Und wir glauben den Worten Jesu. Wenn sie auch diesen Worten glauben würden, auch wenn sie gesündigt haben, aber auf Jesus geschaut haben, der ihre Sünden weggewaschen hat, sind wir heilig und sind wir gerecht. So werden sie zu den Schafen Jesu. Amen. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Das waren große und hoffnungsvolle Worte. Die Lehrsendung von Pastor Ochsuk Park zum Johannesevangelium wird jeden Freitag um 11 Uhr bei Rhein-Main-TV ausgestrahlt. Diese können Sie sich jederzeit erneut auf dem YouTube-Kanal Good News Mission Germany anschauen. Rufen Sie uns bei Fragen oder Anregungen an. Gerne können wir Ihnen Publikationen von Pastor Park, unter anderem sein Buch Buße und Glaube, zusenden. Wir wünschen Ihnen weiterhin Gottes Segen und freuen uns auf Ihr Interesse.